Ja, ich bin schon sehr zufrieden. Also ich habe zweimal gewonnen, bin leider einige Male ausgeschieden. Da hat man noch ein bisschen wahrscheinlich die Konstanz gefehlt, aber ich bin natürlich sehr zufrieden und bin wieder gut drauf. Ja, ich spiele noch, aber im Lauftrack spiele ich eigentlich gar nichts und ich denke eigentlich gar nicht mehr dran. Also ich werde nicht immer drum jammern. Also es stört mich eigentlich nicht mehr. Es war schwierig, aber sehr, sehr gut. Ich habe wieder einiges rausgefunden und war ein gutes Training. Natürlich auf die Technik schaut man immer, aber wir haben auch ein bisschen mit Ski probiert, weil natürlich die Bedingungen immer ein bisschen anders sind. Heute war es wieder ein bisschen eisiger und das war ganz gut. Wann haben wir angefangen zum Trainieren da? Ja, ich war Jugendläuferin, glaube ich. Also es ist jetzt sicher schon 10, 12 Jahre her. Vermute ich jetzt mal, ich weiß es gar nicht genau. Aber wir sind natürlich, ich bin ja in Saalfelden in die Schule gegangen und haben die Schulmeisterschaft nicht mehr da gehabt. Also ein Hinterrad kenne ich eigentlich schon seit ich ganz, ganz klein bin. Nein, Trainingsberg war es damals eigentlich noch nicht so. Er hat auch den steilen, der Peter hat auch den steilen Hang noch nicht gehabt. Das hat sich dann erst eben so vor, glaube ich, ungefähr 10 Jahren so entwickelt. Das ist natürlich super, also ich kann daheim schlafen, ab nicht weit und ja, schaue eigentlich auf meine Hausberg und das ist natürlich ein gutes Gefühl. Ja, was Highlight ist natürlich jetzt in einem Monat dann Olympiaslalom. Ich sage einmal, auf das werde ich jetzt die nächsten Wochen hintrainieren. Es ist in erster Linie überhaupt super, dass ich überhaupt wieder dabei bin und dass ich bei Olympia dabei sein kann, als Top-Favoritin im Slalom. Das ist erstens einmal ein ganz super Gefühl und für das bin ich sehr dankbar. Und ich lasse einfach auf mich zukommen, schaue, dass ich mein Bestes gebe und hoffe natürlich, dass es gut läuft. Nein, ich werde jetzt natürlich schon in den nächsten Wochen ein bisschen Riesentorlauf trainieren anfangen, aber das ist kein Thema mehr.